Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Oh, wir haben hier eine komplette Mech-Squad gerade aufgefallen. Ah, hätte ich mal auch die Jacke angezogen. Nein! Da kannst du ja noch. Und wie ihr merkt, wieder mal mit Stormdotter. Und hallo! Ja. So, Gruppenzwang und so. Echt cool. So, ich guck mal kurz meine Ausstattung. So. Cool. Welche bist du denn von denen? Die mit... Oh, ich kann gar nicht mal fertig drücken. Die mit mit der Lunchbox. Okay. So, was haben wir denn? Hier ist so eine Bonbondose. Ah ja, es erhöht allen... Erhöht das deutlich das Glück aller Überlebenden. Und Opferkategorie. Was heißt nochmal Opfer? Wenn, also gegen uns, oder? Ja, also Opferkategorie. Also für den Killer sozusagen. Für den Killer, von wegen, genau. Wenn der uns opfert. Mhm. Oh, ich hoffe, wir haben heute mal einen anderen Killer als den Kettensägenkiller. Mhm. Aber nicht die Nurse. Wobei, immer wenn ich die Nurse hatte, also ich glaube... Waren es gute Runden? Ja, es waren gute Runden. Mhm. Also, ich glaube, das liegt, wenn man so ein bisschen Respekt vorm Killer hat, dann verhält man sich bestimmt auch so ein bisschen vorsichtiger. Ja. So beim Fallensteller ist es halt so, dass man da wirklich... Hast du keinen Respekt vor dem Killer? Keinen Respekt vor dem Fallensteller. Vom Onkel John. Ja, weil der, keine Ahnung, der kann halt nichts. Der kann nur Fallenstellen. Der kann halt nichts. Nicht so nett. Der kann halt einen nicht so direkt auf den Boden bashen, wie jetzt zum Beispiel der Kettensägen-Heini. Ja, stimmt schon. Der läuft und halt einfach her, ne? Ja, und der kann halt auch nicht so schnell am Generator sein, wenn du den halt verhaust oder so. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie ein bisschen unausgewogen ist, ne? Ja. Also der ist doch voll der Loser von denen. Der wird doch bestimmt voll gemobbt. Ich bin mal mega gespannt, wie Michael Myers, ne? Wie der wird. Weil der soll ja immer stärker werden, je länger der einen verfolgt. Ja. Der hat sich auch mega gut angehört. Okay, wo bin ich? Achso, ich habe hier einen Haken. Ich könnte mal gucken. Ich bin auch am Haken. Ist der Kettensägen. Ja. Schon wieder. Das liegt an unserer Konstellation, glaube ich. Ja. Ich habe hier einen Generator. Und ein anderer wird hier auch gemacht. Moment mal. Bist du das? Oh, scheiße. Jetzt erkennen wir uns gar nicht mehr, ne? Doch. Ich habe die Metalldose in der Hand. Ah ja, okay. Dann bist du das nicht. Wir kennen uns eigentlich gut. Ab der Teil hier abfährt. Oh, ich habe auch wir haben auch alle andere Hosen an, glaube ich. Also ich habe eine lange Hose an. Die eine hier, die hat eine kurze Hose an. Hab mich! Nein! Dammit! Don't like you. Ja, verspottet haben. Das hat man jetzt. Ja. Weg in Richtung von zwei, die sich heilen oder irgendwas. Ja, das, machen. Das sind wir. Das sind wir. Du hast gerade weggesagt, ne? Ja. Der ist wieder bei mir. Achso, der. Ja. Da war noch jemand gleichzeitig von euch da. Da steht. Das bist du. Hallo! Hi! Ich hab deinen Kasten gesehen. Nee, der kommt andersrum. Oh! Oh, no! Oh, shit. Lock den weg, das bringt doch jetzt nichts. Die andere ist auch in der Nähe. Oh, nee, geht noch. Ich lieg ja schon. Bist du da rum? Ja, das bin ich. Ach, sehe ich doch unten links auch. Der sucht gerade einen Haken. Weil die anderen kommen aber nicht. Nee, ich weiß auch nicht warum. Komm schon, du kannst mich noch retten. Los, du rette mich! Bitte! Ja, die rettet mich. Oh nein, no. Oh. Ich hab alle ins Verderben.
super Runde. Kommt die vierte noch, alle tot. Ja. Super episch. Das ist schön. Okay. Meine Nase hat gejuckt. Ach, der hat mich. Ja, der hat mich direkt gefunden. Komm schon, du findest doch keinen Haken. Komm schon. Nein. Nein. Ach, komm schon. Lebst du noch? Ja. In real life, ja. Ich bin hier so ein Bug und derjenige, der den der ganze Hölle fliegt so durch die Luft vor dem Meer. Was ist denn hier los? Oh, halt mich doch. Kann ich, ach, halt mich doch. Holt mich doch. Machen sie denn? Das ist aber keine Squad, die man sich wünscht, ne? Ne, die eine macht einen Generator und die andere, na gut, bei mir ist das verbuggt, bei mir schummelt die so durch die Luft vor dem her. Also ich sehe nur, was der Killer gerade macht. Ich weiß nicht, ob die da auch was? Ist. Was? Ah ne, ist sie nicht. Wie witzig. Dann siehst du, was der Killer wieder macht. Wieder der schöne Bug, ne? Ja. Komm schon, sonst sterbe ich. Ich habe keine, ich habe keinen Herzstock. Scheiße. Okay, ich renne. Der Killer ist an dieser Hütte da. An wo? Der Hütte. Hütte. Nee, der ist hinter mir her. Nee, ich bin tot. Hinter dir. Ja, hinter mir. Ja, du bist noch an der Hütte. Hä? Wo ist hier die Hütte? Ach, da! Ah, okay, ich bin aber direkt tot. Na gut. Das Bug hier ist ein bisschen, das ist unfassbar. Aber das ist beim Zuschauen öfter mal. So, schnelle neue Runde. Ja. Spielergebnis tot. Normalerweise ist ja noch da geopfert. Hm. Das lassen die einfach unkommentiert. Okay, schon wieder Rang 19. Ich komme niemals, niemals einen Rang weiter nach unten. Hallo, was soll ich denn sagen? Ich war noch nie ein Rang höher. Ich spiele auch nicht so oft. Okay, ich guck mal, ob ich überhaupt was upgraden kann. Wo will ich denn hin? Ach da, nehme ich mal hier so ein Taschenlampe, wie toll. Niemand freut sich über eine Taschenlampe. Vor allen Dingen bei mir kommt hintereinander Sporttaschenlampe für 5000 und danach Taschenlampe für 8000. Und ich muss das machen, um zum Perk zu kommen. Richtig dumm. So. Okay. Ah ne, Moment, ich statte mich kurz noch aus. Wieder. Nee. Ach, na gut, wir nehmen den Werkzeugkoffer und dann nehme ich noch erhöht das Glück aller Überleben. Das hat ja gerade so gut funktioniert. Ich mach mal, dass die Items nicht verliere. Oh, voll gut. Weil dann nehme ich den guten, meine Werkzeugkiste nehme ich dann mit. Okay. Da sind so Pailletten drauf. Und, ja. Wow, wie geil. So eine Klatsch. Sehr gut. Also Schraubenzieher drin. Das, was man immer so dabei hat. Als was man halt braucht. Ja, okay. Ist so ein Taschenmesser, da ist alles dran. Mhm. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Lobby. Bis gleich. Da sind wir wieder. Annalena wollte gerade die lange Hose anziehen, die sie aber irgendwie nicht hat. Meine Figur. Meiner Figur. Ach so. Hast du das 80s Pack nicht?
Nee, habe ich mir noch nicht geholt. Das liegt schon im Einkaufswagen. Ah, okay. Na gut, ich drücke auf fertig und dann kannst du loslegen. Ja, das ist im 80-Spec drin. Und auch die ganz roten Sachen, die die eine anhatte. Weißt du, dieser Sport. Die ziehe ich mir dann immer an. Der Sportanzug. Ach ja. Ach. So, hoffentlich haben wir jetzt wirklich einen anderen Killer. Ich möchte nämlich nicht schon wieder gegen den Kettensägen-Typen spielen. So, nee, das stimmt. Und ich möchte gerne... Geist wäre mal nochmal cool. Ja, Geist wäre echt cool. Haben wir noch nicht mehr gehört. Den hört man ja auch wenigstens. Bin ich zwar auch nicht so der Fan von, weil er sich unsichtbar machen kann. Du sagst ja immer, man hört den. Ich ja, höre den jetzt den nicht voll. So. Ja, der sabbert aber. Man hört den also relativ schnell auch, aber man achtet da ja auch nicht drauf. Ja, und wenn man gerade einen Generator macht, dann hört man es schlechter. Ja, genau, dann hört man es ja sowieso nicht. Mhm. Aber ich hätte voll gern die Psychiatrie jetzt. Okay. Ah, da könnte man sich jetzt... Soll ich da kurz anrufen? Okay, der war platt. Ja, aber ich mag die Map voll gerne, weil die halt so dunkel ist und dann gibt es da auch so voll viele Orte zu verstecken. Das klingt doch gut. Also die letzten Mal, ach, guck mal. Oh, ich kann leider noch nicht gucken. Wir sind auf der Psychiatrie und wir sind nebeneinander, glaube ich. Ich kann mich auch noch nicht bewegen. Stehen neben einer Kiste. Wir sind bei Macmillan anwesend. Ah ja, wir sind auf jeden Fall nebeneinander. In so einem Brotdose. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, da, guck mal. Woher? Oh, ja. Rechts rum? Da ist ein Generator. Oh ja, das sieht gut aus. Wir haben... Wen haben wir? Raben. Den Geist. Geist. Oh, sorry. Moment, warum kann ich die... Nee, okay. Hey, warum kann ich die Werkzeugkiste nicht benutzen? Konnte man nicht... Rechte Maustaste. Der macht sie unsichtbar, oder? Ja, der hat sie unsichtbar gemacht. Nee. Nee, da hat sich noch gar nichts gemacht. Der klingelt einfach nur rum. Wir laufen nach links weiter, ja? Ja, ich laufe der hinterher. Da lang? Okay. Wir sind von links sind. Okay. Oh oh. Ich laufe mal eben ein Stück. Okay, dann laufe ich auch ein Stück. Ich bin jetzt vom Ausgang. Ja, ich auch. Ich glaube, der hat uns hundertprozentig gesehen. Ja, der auch. Ich laufe mal ein bisschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der sieht mich. Ich glaube, der ist direkt hinter mir. Nee, der ist an uns vorbeigelaufen. Nee, der ist direkt hinter mir. Der ist hinter mir. Der ist voll hinter mir. Ja, der hat den gar nicht gehört. Der war aber, sichtbar. Also man hat das Herzklopfen ja gehört. Oh, oh, oh. Die ist so geil nach vorne gefallen, solche Subura. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, so Freunde. Schaut bei. Ah, da war kein Keller, mein Freund. Wollte er mich kurz hier in den Keller bringen, da ist aber kein. So, ja, klar, so. Ja! Ja, das. Ja, okay, das ist. Man halt so macht für Geräusche. Geh weg, geh weg, geh weg. Campy, campy. Kämpft der? So, hier steht alle direkt neben mir. Ja? Mhm. Hier ist also auch schon ich stehe hinterm Haus. Okay. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er abgepackt. Oh, jetzt. Ach, okay. Ja gut, dann gehe ich wieder. Dann jetzt erstmal weg. Wo bist du? Hinterm Haus? Ja. Da bin ich jetzt auch. Ja, warte, dann komme ich da hin. Ich bin wieder am Ausgang. Weißt du wo? Ja, ich sehe dich. Kannst du da hinkommen? Ja. Hier in die Ecke, ja? Ja, ich sehe dich. Hast du mich gesehen? Ja. Bitte deine Mauer. Oh oh. Da macht ja nichts. Ich mag den Geist doch nicht. Ich hatte das doch noch richtig im Kopf. Okay.
Okay. Dankeschön. Bitte schön. Und der ist auch schon befreit. Dann können wir hier den Generator wieder weitermachen. Aber schon der nächste angesägt. Wo war der denn? Keine Orientierung. Ah ne, den haben wir ja schon gemacht. Genau. Dann gehen wir mal hier so weiter, oder? Ich habe das Gefühl, der ist voll in unserer Nähe. Nee. Ist hier ein Generator drin? Ich glaube, oh, ja. Oh. Warum läufst du oh, weg? Oh, oh. Weil ich Herzklopfen habe. Oh, fuck. Hä? Aber da. Versteck mich kurz im Schrank. Ja. Aber der ist, glaube ich. Der ist gar nicht hier. Warum habe ich den Herzklopfen gehabt? Ich habe auch Herzklopfen gehabt. Scheuert. Okay, ich stehe auf jeden Fall im Schrank vor dem Generator. Ja, ich mache jetzt den Generator. Rechte Maustaste ist Werkzeugkasten. Das geht nicht bei mir. Bei mir steht da nicht rechte Maustaste. Sehen sie aus wie so siamesische. Guck ich mal gerade dahin, wo der da ist. Wir sehen so aus wie so siamesische Zwillinge, weißt du? Ah. Warte, wir müssen die eine retten. Ich renn zur einen. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der wurde jetzt aufgehangen. Ah ja. Dann renn ich dahin. Oh, der Killer ist mir gerade entgegengekommen. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Oh mein Achtung! Gott, ich okay, so, vielleicht denkt er nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Das war so bescheuert gerade. Wir sind uns gerade entgegengelaufen. Ich habe gedacht, vielleicht denkt der, du wärst ich. Der Killer ist voll an mir vorbei. Also voll an mir vorbei. Also. Ja, ja, ich weiß, weil der mir hinterher ist. Manchmal ist es gut, wenn das Internet hier spinnt. Dann macht man so unberechenbare Sachen. Da kann kein. Also, das Internet macht dann so unberechenbare Sachen. Da kann kein Killer hinterherlaufen. Weil ich dann kann so, das auch nicht stören, weil ich dann so bewegst wie so ein Vampir. Ja, ja. Richtig gestört. So, wo liegst du so rum? Ja, der hat mich auf dem Arm. Ganz liebevoll. Wo läuft der hin? Zu so einem Haken. So, und jetzt. Ja. Das ist nicht so weit. Ich komm zu dir jetzt. Hallo, der hat mich gehauen. Ich hau den gleich weg. Keine Sorge. Der macht sich auch nicht unsichtbar. Und der läuft gerade zu den zwei, die da sitzen. Und den Generator machen. Okay, das warst du. Na gut. Was? Nein, das war ich nicht. Ich finde, das ist eine Stellung. Oh, ja, komm schon, hol mich, bevor ich kämpfen muss, damit ich noch zwei Mal am Haken hänge. Ich hab mich so erschrocken gerade. Warum ist hier kein Durchgang? Manche verarschen die dann doch mit der Map, oder? Dann denkst du, da kannst du durchlaufen. Nee, ja. Kannst du nicht. Der RB Biber Butzemann heilt mich. Weil irgendwie habe ich es heute. Das Jucken ja, habe ich mich heute. Doch. Ja, das hat er bei mir auch gemacht. Sadist. Der Sadist. Hanging around. Okay, wir kommen, wir kommen. Noch hier. Und der hier ist noch da. Ist noch hier. Der kennt. Ich kann keine Armbewegung machen, ich kämpfe schon. Jetzt ist er ist weg. Nee, der macht da hinten so ein Ding kaputt. Jetzt guckt er wieder in die Richtung, kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Was? Du warst fast. Ey, du warst sowas von ausgehakt, ne? Ich kann jetzt nicht mehr kämpfen. Also ich habe kein Symbol mehr. Ich kämpfe. Ah, jetzt wieder. Jetzt kann der andere kommen. Komm, hol mich! Ja, tu es! Tu es! Tu es! Nein! Der hat mich wieder liegen gelassen, der hat mich liegen gelassen. Scheiße. Ich renne jetzt erstmal kurz ein bisschen weg. Das ist so geil, wie die jammern, wenn, ich habe gerade gemerkt, ich habe meinen Kopf die ganze Zeit schief gehalten. Oh, die Candy. Der Biber Butzemann heilt mich schon wieder. Dankeschön. Ich versuche mal im Kreis zu euch zu laufen. Ja, warte, warte. Aber wir werden gerade geheilt. Und ich glaube, der hängt sie bestimmt hier irgendwie auf. Ich habe hier einen Generator. Mach mal den Generator. Da ist der, okay.
Okay, ich bin jetzt mal gerannt. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich höre den Generator. Ich bin gegenüber von der mit dem Haken. Ja, ich bin hier. In der Nähe von der Hütte. Komm, ich heil dich. Ja. Jo. Okay. Okay. Eine Errungenschaft. Ich bin ein Arzt. Schön. Ich bin ein Arzt. Lassen Sie mich durch. Und die Ärztin. Ja, gut. Modedesignerin. Und Modedesignerin. Und Polizistin. Okay. Moment mal. So. Ich weiß nicht, wo bist du? Ah, der kommt jetzt hier hin. Ich muss mal kurz weglaufen. Oh, der hat den gerade irgendwie dahin gelegt. Ich stecke mich mal hier kurz. Ich bin auch in der Nähe von dem, der gerade hochgenommen hat. Vielleicht kann ich den retten. Okay. Ich guck mal nach einem anderen Generator. Oh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, bei dem Ding. Ah, da, okay. Sorry, wenn ich heute irgendwie Haare im Gesicht habe. Ja, ich hab schon gedacht. Ja, ich. Oh, der ist tot. Nein, ach Mann, oh. Ich hab da nicht so drauf geachtet. Wir sind die Letzten, ach du Scheiße. Ich hasse das. Es gibt nichts Schlimmeres. Aber du bist ja nicht alleine. Wo ist der Ausgang? Oh shit, der hab ich gesehen. Unsichtbar. Nein, der ist nicht unsichtbar. Okay, ich hab ihn. Folgt der dich oder ja, machst ich du? Hab ihn irgendwie, also ich hab ihn abgehangen. Machst du gerade einen Generator? Nee, ich suche einen. Ich finde auch keinen. Ich bin jetzt an der Hütte wieder. Hier? Ah ne, das ist ein fertiger. Scheiße. Der ist gerade ganz nah bei mir. Warum ist er die ganze Zeit hier? Glaubst du, ich sehe einen Generator? Nein, der hat mich gesehen. Wie kann der... Wie geht das? Wie geht das? Also, Annalena, ich kann noch zweimal am Haken hängen, ja? Also einmal. Hier ist alles kaputt. Ich kann nichts runterreißen. Ich kann nichts runterreißen. Der ist auch schon an. Ich weiß nicht, wo du bist, Mist. Der ist auch schon an. Ach, Scheiße. Ich bin direkt bei dir. Oh, ey. Ich lauf auf dich zu. Okay, pass auf. Der ist aber noch hier, ne? Ja, ja. Er hebt sich gerade hoch, ich bin direkt in die Ecke. Du musst Karate gemacht haben, mal. Okay, er hat mich weit getragen. In die Ecke. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Der ist rechts von mir. Macht sich nicht unsichtbar. Pass auf. Ja, ich sehe den da. Steht direkt vor mir. Geil, links. Ja. Erstmal ein Stück. Ja, okay, jetzt höre ich auch zu rennen. Hier noch um die Ecke hinter das Ding. Ah, das geht nicht. Achtung. Oh, der ist hier. Komm, der kommt, der kommt. Der sieht mich. Oh shit, ich bin in der... Ah, du hast gesagt, ich soll laufen, ich bin nicht gelaufen. Ich bin jetzt tot, Annalena. Du schaffst das. Was soll ich dazu sagen? Das war meine Lieblingssituation. Du musst... Oh, der lässt mich fallen. Kann ich doch nicht. Du musst die Luke finden. Pass auf, der läuft irgendwie auf dich... Ah ne, der ist an dir vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Du warst jetzt gerade sehr leise. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo der ist. Okay. Oh, ich hab trotzdem mega viele Punkte bekommen. Und schau dir direkt zu. Moment. So. Oh, diese Vögel. Ich hab Tiere noch nie so Gas. Wenig gemacht wie in diesem Spiel.
Hörst du das? Ja, das ist aber, glaube ich. Das ist aber nicht. Was ist dieses Geräusch immer? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist der Ausgang. Siehst du den irgendwo? Nee, ne? Nee. Nicht weiter. Der macht sich auch nicht unsichtbar. Sag mal, wohin ich gehen soll. Ein bisschen durch die Mitte irgendwie mal, ne? Haben wir nicht noch irgendeine. Geh mal da, geh mal, genau, geradeaus da. Da irgendwie könnte. Ich guck mal. Ja, nee, guck mal da. Hier so. Oh, versteck dich. Ich weiß nicht wo. Ich kann mich gerade nicht besser verstecken. Oh Gott, ey. Okay, gut. Hier, da ist die irgendwo. Hörst du das? Was? Nee. Geh nochmal zurück. Ich höre kein Geräusch. Nee, ich auch nicht. Okay, geh nochmal um das. Geh jetzt mal hier so hier rechts. Rum? Ja. Rechts? Mhm. Oh oh. Also dadurch, dass der halt ziemlich viel hier in der Nähe ist, muss die hier irgendwo sein. Wo? Oh. Oh, ich bin ans Mikro gekommen. Kein Problem. Ich bin sehr aufgeregt. Okay, sag mal hier so weiter geradeaus in die Richtung, die ich gucke. Ich würde eher links sagen. Was ist der hier? Aus meiner Sicht sieht das gut versteckt aus. Also meinst du mal so in die Richtung? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, wo der ist, ne? Geh einfach mal. Scheiß Raben, ey. Oh. Genau, versteck dich da. Das ist super. Du bist trotzdem beleuchtet. Gut, neben dem Haken, falls er dich kriegt. Da ist er. Oh. Okay. Jetzt mal links weitergehen. Da ist er nicht hergelaufen, oder? Ich sehe auch keinen anderen Generator noch, ne? Nee, ich auch nicht. Die nisse mich jetzt nicht. Das gibt's nicht, Leute. Oh Gott, schon. Links. Hier waren wir noch nicht drin, oder? Ja, guck mal in der Hütte. Nee. Wieder raus. Da ist ein Generator. Ah, nee. Ach, shit, ey. Da! Da ist ein Generator? Da kreischt was. Hast du nicht gehört gerade? Nee. Aber jetzt sind wir einmal hochgelaufen. Hörst du das? Hast du das Geräusch gehört? Der war in der Nähe. Hörst du das? Da, steht hinter mir. Steht direkt hinter mir. Renn, 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 renn! Renn! Scheiße. Scheiße, ey. Nein, renn weiter, renn weiter. Ach, shit. Das hat der von. Vielleicht bringt er dich ja zur Luke. Wenigstens, dass wir sie sehen. Wenn er mich nicht reinlässt, das könnte ich verstehen, aber dass wir die wenigstens sehen. Ich glaube, der war da ziemlich in der Nähe. Ja, der ist auf jeden Fall an der gleichen Stelle mit so rumgelaufen. Nein. Ah, schade. Also, auch mit dem. Geh nicht davon. Man hat dich nicht verstanden. Ich hätte so gerne gewusst, wo die gewesen wäre. Ach so. Ja, wo die gewesen wäre, ja. Ja, selbst wenn man jetzt nicht im Kopf ist, dann man ist halt so also neugierig, wenn man da so lange rumgelaufen ist, ne? Ja, ja. Es war trotzdem eine gute. Es war wirklich gut. Guck mal, du hast weiße Abwehr. Gewährt dir Schutz gegen Verlust deiner Items. Ah. Ja, hab ich doch eben eingesetzt. Ja, voll gut. Ja, GG. Nice. Cool. Jetzt die Upgrades verteilen. Voll gut. Der war aber auch echt gut. Der Biberputzmann. Ja. Der hat mich, guter Name. Er hat mich ständig geheilt. Guter Typ. Oder Frau. Typin. Oder Typin, ja. Was nehme ich denn? Nehme ich mal die Taschen lang. So, fürs nächste Mal direkt ausstatten. Jetzt fehlen mir noch 6000 für das neue Perk Adrenalin. Okay. Würdest du das denn auch einsetzen?
Ich lese mal eben. Ja, das klingt schon gut, oder? Auf jeden Fall ausprobieren. Ja, ich überlege halt auch die ganze Zeit schon, weil durch diesen Perk Adrenalin bekommt man halt sofortige Erholung, wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt sind. Mhm. Und deswegen überlege ich halt. Naja, ich bin jetzt erstmal hiermit zufrieden. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt nicht entkommen sind. Ja, es waren vom Entkommen her nicht so gute Runden, aber es waren auf jeden Fall hauptsächlich sehr spannende und coole Runden. Ja, also mein Herz hat auf jeden Fall geschlagen. Meins auch, ganz klein. Und wir sind Rang 18. Das ist schon mal gut für die nächste Folge auf jeden Fall. Können wir nämlich schon mal auf Rang 17 hinarbeiten, wenn wir dann entkommen. Okay, bis dahin, mach's gut!